Der starke Regen konnte die gute Stimmung beim Frühschoppen am Kirchenplatz in Himberg nicht trüben. EU-Abgeordnete Karin Kadenbach nutzte dabei die Gelegenheit, auf die Bedeutung der EU-Wahl am 25. Mai hinzuweisen. Abgeordnete, heute eine der letzten Veranstaltungen im Rahmen der EU-Wahl am 25. heute in Himberg, aber trotz Regen, es verdrießt nicht die Stimmung. Nein, ganz im Gegenteil, ich glaube, es trägt dazu bei, dass wir noch einmal zusammenrücken, weil auch das Wärme erzeugt und ich glaube, wir sind als Sozialdemokratie sehr gut unterwegs. Es ist heute eine Veranstaltung, wo wir im Bezirk noch einmal auf der einen Seite Kraft tanken, weil wir werden natürlich in den nächsten Tagen noch viel laufen, versuchen die Österreicherinnen, vor allem auch die Niederösterreicherinnen davon zu überzeugen, zur Wahl zu gehen, sozialdemokratisch zu wählen. Und ich freue mich über jede Vorzugsstimme, die ich bekomme, weil das den Auftrag, den ich habe von in der Bevölkerung, nämlich Europa weiterzuentwickeln in eine Sozialunion gerne wahrnehmen möchte. Ich habe mit Karin Kadenbach die vergangenen Jahre schon sehr gut zusammengearbeitet. Wir unterstützen sie natürlich und es geht wirklich darum, die Karin hat auch immer ein offenes Ohr für Frauenanliegen und das ist mir als Bezirksfrauenvorsitzende natürlich ganz besonders wichtig. Wir waren jetzt sehr viel unterwegs bei den Menschen und wir haben überall gehört, ja, das Europa gefällt uns, wir sind Europäer, wir sind ein Teil Europas, aber die Politik, die dort gemacht wird, gefällt nicht jedem. Und deswegen ist es einfach notwendig, diese Politik zu verändern. Und deswegen wird es nicht egal sein, wer am 25. oder nach dem 25. Mai in diesem Europäischen Parlament vertreten wird. Wird es die Sozialdemokratie gestärkt hervorgehen, dann wird auch die Politik sich verändern. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserer Spitzenkandidatin von Niederösterreich, mit der Karin Kadenbach, eine hervorragende Kandidatin haben, die die Wünsche und Anliegen der Menschen kennt. Sie kommt aus der Kommunalpolitik, war sehr lange in Niederösterreich, in der Landespolitik tätig und jetzt in Europa. Wir können uns nichts Besseres vorstellen und haben dann damit auch die direkte Ansprechpartnerin. Was sagen Sie denn zu Ihrer politischen Karriere als Vater? Wenn man da als Vater nicht stolz ist, dass man sich also wirklich also hinaufgearbeitet hat, dann wäre man kein ordentlicher Vater. Sie stammt aus einer sozialdemokratischen Familie und wir haben also zu Hause immer politisiert. Also wir haben also Missstände angeprangert, aber trotzdem immer geschaut, dass man so, was wir zu tun, was ist zu ändern. Also nicht nur nörgeln, sondern so mittun. Wirklich um viel am 25. Es geht nicht um die Frage, gibt es Europa am 25. oder 26. Mai noch, sondern es geht darum, wie sich das Europäische Parlament zusammensetzt und wer Europa weiterentwickeln will zu einer Sozialunion, ein Europa, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen, der muss erstens wählen gehen und sozialdemokratisch wählen, weil das ist die Garantie, wir können auf 125 Jahre erfolgreiche Politik zurückbringen. Wir können beweisen, dass wir für die Menschen da sind.